Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um eine übergroße Powerbank. Das ist eine Powerstation, hört auf den Namen OPS 600. Das heißt also, die 600 steht für 600 Watt. Ihr könnt hier maximal Stromgeräte mit 230 Volt maximal bis 600 Watt anschließen für den Dauerbetrieb, für den Peakbetrieb. Das heißt also, um einfach mal beim Einschalten nach oben brauchen die Geräte meistens etwas mehr Strom, sind auch etwas mehr wie 1000 Watt möglich. Das ist aber nicht für den Dauerbetrieb, sondern Dauerbetrieb ist nur bis 600 Watt. Ich hatte euch das Teil schon mal vorgestellt in meinem Wohnmobil. Da habe ich mein ganzes Homeoffice mit Monitor, Laptop und so weiter alles hier angeschlossen. Das Video verlinke ich euch gerne. Steht auch in der Playlist für übers Wohnmobil entsprechend mit dabei. Was wir heute mal machen möchten, und zwar, wenn ich hier drauf drücke und sie einschalte, ich habe sie jetzt im Wohnmobil leer georgelt, ihr seht hier 0%, das heißt also, das Ding ist komplett leer. Ich möchte jetzt gerne mal Folgendes machen, ich werde das Ding jetzt mal anschließen mit meinem berühmten, den habe ich in meinem Kanal schon sehr, sehr oft eingesetzt, mit dem berühmten Stromzähler und auch der kann gleichzeitig rechnen, was das alles kostet. Gerade heutzutage, wo ja doch die Energie sehr teuer ist, ganz interessant. Das heißt, wir werden ihn jetzt gleich mal laden und dann werden wir hier sehen, einmal misst das Gerät, wie lange das Teil braucht, bis es komplett voll ist. Wichtig. Und es wird uns dann auch sagen, was diese komplette Ladung gekostet hat. Vielleicht auch mal ganz interessant. Das ist der Teil 1 und der zweite Teil im Video, in diesem Video soll dann sein, dass ich einfach mal ein paar Dinge hier reinstecke, die eigentlich zu viel für das Gerät sein sollten, wie einen Föhn oder mal die Kaffeemaschine, die über 1000 Watt entsprechend zieht. Das werden wir dann einfach mal versuchen. Passieren kann im Prinzip hier nichts, sollte man jetzt nicht witzigerweise andauernd machen, aber zum Testen, denke ich mal, sollte das in Ordnung sein, weil hier ist eine Schutzschaltung drin. Das heißt also, wenn ihr hier irgendwas dran anschließt, irgendwie ein Schweißgerät mit 8000 Watt oder so, dann gibt er keinen Ton von sich, dann schaltet er sich einfach aus. Das wollen wir mal ausprobieren und dann gucken wir mal, was uns die Portable Outdoor Power Station OPS 600 mit einer deutschen Bedienungsanleitung alles so bringt. Und ich werde euch dann auch noch mal ganz kurz hier die ganzen Features und so weiter dann auch noch mal erklären. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, das nenne ich jetzt aber mal eine wirklich exakte Angabe des Herstellers. Das heißt, mit diesem normalen mitgelieferten Ladegerät soll das Gerät von 0 auf 100% in 7 Stunden geladen werden können. Wir haben exakt, es ist sie gerade umgeschlagen, 7 Stunden haben wir das Gerät jetzt hier am Laden und wir sind bei 98%. Also, das ist wohl wirklich sehr, sehr gut. Nochmal, also 7 Stunden mit der normalen Steckdose, an der normalen Steckdose bzw. mit dem normalen Ladegerät. Es gibt eine schnellere Variante. Wir haben hier ein USB-C, wo wir mit 100 Watt laden können. Das heißt, wenn wir ein Schnellladegerät haben, USB-C mit 100 Watt, dann verspricht der Hersteller 3,5 Stunden. Da ich jetzt leider selber keins hier habe, kann ich es nicht nachprüfen. Das werde ich im nächsten Mal nachprüfen und eventuell dann unter das Video drunter schreiben, ob das dann wirklich in der Hälfte der Zeit ist. Aber das hier ist schon mal in Ordnung. Ihr wisst, wenn das Ding komplett leer ist, 7 Stunden müsst ihr es laden. So, jetzt gucken wir hier mal entsprechend drauf. Ich hoffe, man kann es sehen. Im Moment es ist so, dass das hier jetzt muss ich mal gerade gucken, also genau 7 Stunden haben wir jetzt hier. Die 230 Volt, 50 Hertz ist das, was wir jetzt hier am Strom haben. Das hat nichts mit dem Ladegerät hier zu tun. Und das ist das, genau, das ist das, was es jetzt maximal gezogen hat. Das heißt also, maximale Ladung hat er sich gezogen, 107 Watt. Das war die höchste. Und der Standby war auf 0,1 Watt. Okay, ist in Ordnung. Also das können wir ignorieren. Dann habe ich hier eingestellt, hier unten habe ich eingestellt, weil man hier den Preis 50 Cent pro Kilowattstunde habe ich hier eingestellt. Das ist der Wert, den ich leider momentan hier zahlen muss. Also 50 Cent, einfach mal, damit wir auch eine Summe entsprechend haben. Und insgesamt hat er jetzt verbraucht 35 Cent
hat die Ladung gekostet, also nicht mal eine Kilowattstunde. Hier ist 0,715 Kilowattstunden hat er gebraucht, also 35 Cent kostet eine komplette Ladung. Das auch nochmal als Info. So, und jetzt werden wir hingehen und wie ich das eben schon mal angesprochen habe und mal ein oder zwei Sachen hier anschließen, die eigentlich zu stark sind und dann einfach mal gucken, wie weit man ihn belasten kann und was macht er, wenn man ihm ein Gerät hier an die Schuko-Steckdosen dran macht, weit über 600 oder über 1000 Watt, die er eigentlich nicht vertragen soll. So, bevor ich euch jetzt hier meinen halben Haushalt elektromäßig anschleife, habe ich es mir jetzt einfach gemacht und habe hier einfach einen Föhn besorgt. Ich möchte jetzt keine blöden Bemerkungen hören, was will der Kerl mit einem Föhn? Das ist natürlich nicht meiner. Aber dieser Föhn hat den Vorteil, er hat zwei Stufen und die eine Stufe hat genau 600 Watt und die zweite Stufe hat genau 1200 Watt. Das ist ja das, was wir wissen wollen. 600 Watt können wir hier das Teil dauerbelasten. Bei 1200 Watt hat er einen Peak, also einen Peak von 1200 macht er mit, schaltet sich dann aber ab. Und das wollen wir jetzt natürlich mal testen. Ich habe die Wattzahl, die der Föhn hier zieht, hier auch gemessen. Also 600 Watt und 1200 Watt. Und dann gucken wir uns das mal an. Dazu schalten wir das Gerät natürlich erstmal ein. Das ist hier der On-Schalter. Jetzt ist das Teil an, aber wir müssen die Steckdosen hier auch noch einzeln einschalten. Nicht einzeln, sondern wir müssen die beiden Schuko-Steckdosen einschalten. Da drücken wir hier drauf. Und das ist jetzt auch grün. Das heißt, er sagt uns jetzt, 220 Volt und 50 Hertz liegen an. Und das heißt, wir können jetzt hingehen und können hier unseren Föhn reinstecken. Und jetzt mache ich auf Stufe 1, das heißt also 600 Watt soll der dann ziehen und das müsste er können. Hier sehen wir jetzt, er zieht 500 Watt und zeigt uns an, mit 98% Akku würde er jetzt noch 90 Minuten, könnten wir jetzt hier den Föhn anlassen, brauchen wir natürlich nicht, aber das könnt ihr hier jetzt sehen. Ah, und hier ist der Gerätelüfter, den hört ihr jetzt auch. Hier seht ihr Van, der geht aber direkt wieder aus. Okay, den habe ich noch nie gehört, weil das, was ich bisher an das Teil drangehangen habe, das waren nur Kleinigkeiten. Prima, also das heißt, der Lüfter geht an, ist nicht zu laut und geht dann im Prinzip dann auch direkt wieder aus. So, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wir direkt auf Stufe 2 gehen? Das heißt, dann haben wir 1200 Watt, die wir ihm rausziehen. Und diese 1200 Watt ist vom Hersteller angegeben, dass er da nur einen Peak hat. Und Peak heißt, er gibt uns das vielleicht 2-3 Sekunden und dann schaltet er sich aus. Das wäre, das, was jetzt zu hören wäre. Das probieren wir jetzt mal. Ja, super. Er hat jetzt hier bis 900 Watt hat er zugelassen. Und hat das jetzt, habt ihr jetzt gemerkt, ja, ein paar Sekunden und dann hat er sich direkt ausgeschaltet und hat vor allen Dingen auch die Steckdosen beide jetzt auch selbstständig ausgeschaltet. Also die müssen wir jetzt wieder einschalten. So, jetzt haben wir wieder 220 Volt und 50 Hertz. Und damit wir jetzt mal gucken, dass wir nichts kaputt gemacht haben, gehe ich jetzt nochmal auf Stufe 1. Das sind die 600 Watt. Und die kriegen wir jetzt wieder. Also hier zeigt er nur 500 Watt entsprechend. Und der Lüfter geht auch sofort wieder an. Müsste wahrscheinlich auch direkt wieder ausgehen. Ja, geht direkt wieder aus. Super. Ja, er macht genau das, was er laut Herstellerangabe machen soll. Wunderbar, finde ich gut. Klar, jetzt wird sich natürlich keiner 90 Minuten lang föhnen lassen wollen. Ich schon erst recht nicht. Aber ich hatte euch beim ersten Video, was ich mit dem Teil gemacht habe, hatte ich euch mein Homeoffice im Wohnwagen ja vorgestellt. Und dieses Homeoffice mit Monitor, mit Laptop, mit teilweise mit Drucker dran, mit Ladung des Smartphones, hat ganze drei Arbeitstage gehalten. Also das ist dann schon richtig gut. Das heißt, mit dem Teil könntet ihr mit dem Laptop kann man überall arbeiten, das hat ja ein eigenes Akku, aber ich habe auch das Laptop dann auch wieder vollgeladen. Also drei volle Tage hat es mein komplettes Homeoffice, hat das funktioniert. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal mit dem Camper unterwegs seid oder mit dem Zelt oder sonst wo oder draußen auf der Wiese sitzt oder im Garten, wie auch immer, könnt ihr das hier mitmachen. Und das ist natürlich eine gute Geschichte. Drei Tage komplettes Homeoffice ist natürlich in Ordnung. Wie gesagt, 90 Minuten föhnen ist ja Quatsch.
Also, das heißt, ich werde noch nachreichen, ob das Teil mit dem 100 Watt Netzteil mit USB-C wirklich nur 3,5 Stunden braucht. Aber letztendlich wäre es mir egal, weil ich sehe halt immer nur, also ich würde immer noch zusehen, dass das Ding voll geladen ist. Und dann schaltet ihr es natürlich aus. Ihr dürft es natürlich nicht jetzt irgendwo hinstellen, so, weil so wäre er an. Das heißt also, ihr müsst hier dann entsprechend ausschalten, das Gerät. So, und jetzt müsste eigentlich dann der Ladestand, es sei denn, ihr stellt das in den Kühlschrank, das tut keinem Akku gut, aber normalerweise müsste das natürlich jetzt auch, was weiß ich, ein paar Wochen auf 90% entsprechend bleiben. Das soll das gewesen sein. Also das Gerät macht genau das, was es soll. Das hier setze ich euch auch nochmal, wo ihr das kaufen könnt, setze ich euch gerne einen Link in die Videobeschreibung rein, schaut da einfach mal rein. Und auch das Strommessgerät, da haben viele schon nachgefragt, weil ich das immer wieder einsetze, um einfach mal so die Stromfresser letztendlich aus meinem Haushalt zu entlarven. Kann man in jeder Ecke und bei solchen Sachen auch sehr, sehr gut immer mal brauchen, um einfach mal zu schauen, was ziehen die Sachen und was kostet das Ganze, wenn ich das eine Stunde oder einen Tag oder was weiß ich wie lang laufen lasse. Da setze ich euch auch einen Kauflink in die Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Ich hoffe, dass wir nie einen Blackout haben werden, dass wir sowas mal dringend brauchen, aber das ist auch zu brauchen, sind 5,5 Kilo, hat einen ordentlichen Griff, also kann man auch irgendwo mal kurz durch die Gegend tragen, das ist kein Problem. Und wie gesagt, mal ganz weit draußen, ganz ohne Strom zu arbeiten. Natürlich könnt ihr an der Seite auch ein Solarpanel anschließen, da sind dann auch etwa 7 oder 8 Stunden, um das komplett voll zu machen. Auch das ist möglich, Solarpanel 150, 200 Watt für sowas hier, nicht die technisch hochwertigsten, kosten so um die 250 Euro. Also dann seid ihr sowieso fast schon autark, dann könnt ihr wirklich irgendwo in den Wald ziehen und könnt euch da eine ganze Weile Vergnügen, was auch immer, keine Ahnung. Ist mir egal, wird auch gar nicht wissen. Das soll es gewesen sein. Nochmal, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier bei YouTube ja auch auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.